Oh mein Gott, irgendeine von diesen Figuren ist ihn. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Little Nightmares. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich entkommen von diesen riesigen Haufen von Leuten, wenn es überhaupt Leute waren, und sind nun dieser komischen Gestalt nach oben gefolgt mit dem Aufzug. Gut, hier ist klar, wir brauchen einen Schlüssel, den wir nicht haben, den wir wahrscheinlich besorgen müssen. Ich frag mich, wer das war. Und die Musik ist auch ganz toll. Oh mein Gott, wer ist denn das? Ist die gefährlich überhaupt? Ich will mich irgendwie nicht von der erwischen lassen. Der gehört vielleicht hier, dieses Schiff. Dieses Restaurantschiff. Wo ist denn der Schlüssel? Wir bleiben lieber leise. Ich will da kein Risiko eingehen. Okay, aber in der Schublade vielleicht. In der Vase? Wollen wir die runterwerfen? Da ist der Schlüssel. Kommt die her? Wo ist denn die? Scheiße. Leute, was machen wir denn jetzt? Hä? Wo sind die hin? Verarsch mich jetzt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so dumm ist, dass wenn ich da hinten eine Vase runterwerfe, dass sie in die andere Richtung läuft. Scheiße, ich sehe nichts. Am Ende ist es so eine von den Statuen, musste gucken. Mann! Wieso sollte die abhauen, wenn die was hört? Wir sollten uns beeilen, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nicht. Ich habe da gar kein gutes Gefühl. Diese riesigen Figuren hier, die regen mich auf. Wow! Hab ich mich jetzt erschreckt. Mann, Mann, Mann. Oh mein Gott, irgendeine von diesen Figuren ist hier. Was? Was ist das? Ey, da ging mir gerade richtig die Pumpe. Los! Ja, komm, lauf. Was ist das für eine Missgeburt, Mann? Ey, ich bin sicher noch nicht sicher von der. Diese blöde Kameraführung, die regt mich richtig auf hier.
Und wo müssen wir jetzt lang? Scheiße. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Hä? Ja, nee, das ist schon noch da. Ich habe gerade gedacht, einfach der Eingang von da, wo wir gekommen sind, ist verschwunden. Aber wir müssen einfach weiterlaufen, verstehe. Ja, hier nicht. Ja, und? Das sie. Und jetzt? Wegwerfen? Hä? Wir haben einen Spiegel, ja, cool. Bücher, die hier stehen? Sind wir überhaupt richtig hier in dem Raum? Muss fast sein, anders ging es ja gar nicht. Spiegelbücher. Ah, warte mal. Kann natürlich sein. Nee, aber auch nicht. Kann man da bei den Schubladen was aufmachen? Auch nicht. Also sind wir hier nicht richtig. Die steht da hinten. Und? Und das heißt was? Ich schwöre, die gefällt mir am wenigsten. Ohne Scheiß. Och Mann, verpiss dich doch! Was? Was? Sind wir jetzt tot? Oder gehört das dazu? Das gehört dazu? Nee, das gehört nicht dazu. Hä, die ist nicht mehr da. Was geht denn hier ab? Hä? Warte nochmal. Ist die gekommen, weil wir den Spiegel genommen hatten? Kann das sein? Müssen wir den nehmen? Brauchen wir den Spiegel? Ja. Was müssen wir mit dem Spiegel machen? Und jetzt? Ah, okay, okay. Komm schon! Komm schon, steh auf! Und jetzt? Zum Licht, zum Licht, zum Licht! Wo ist sie? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Wer kommt denn da drauf, dass man diesen Spiegel braucht? Die will mich verarschen! Die will mich verarschen! Und jetzt? Hier vorne. Alles gut.
Kommt mir das nur so vor oder kommt die immer näher? Die kommt immer näher. Müssen wir irgendwas machen? Nein, das war richtig. Okay. Da vorne liegt sie. Wir haben Hunger. Komm, wir fressen die auf, Leute. Aber sicher nicht fressen wir jetzt das ganze Ding da auf, oder? Zum Gesicht. Tatsächlich. Ja, nee, ist klar. Wie, ich erschreck mich jetzt oder irgend sowas? Sehen wir jetzt das Gesicht? Nee. Ich mag's nicht, wenn es so lang dunkel ist. Okay. Da sind wieder diese Viecher, die fressen. Wow. Ist ja krass. Ja, ja. Keine Chance. Dem einen hat es einfach das Genick gebrochen. Wenn der überhaupt noch ein Genick hat, so fett wie der war. Ist da der Ausgang? Da ist der Ausgang. Eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Die Räume der Herrin. Ich glaube, das war der letzte Part gewesen, oder? Ja, muss fast sein. Na, kommt noch so ein Spitzkopf. Okay, wir können nichts mehr machen. Okay. So, okay. Also, meine lieben Freunde, das war Little Nightmares. Wirklich krasses Spiel. Für 7 Parts hat es jetzt gereicht, glaube ich. Ja. Mir hat es mega gut gefallen. Also gruselig war es ja nicht an sich,
Aber da waren so Schockmomente einfach dabei, beziehungsweise wo einfach der Adrenalin so richtig hoch, hoch an die Decke ging. Wo uns ein paar Viecher einfach nachgerannt sind, so bei dieser riesigen Menge, wo wir dann noch so knapp rübergesprungen sind. Das Ende war auch mega gut gewesen. Mit dieser alten Dame da oder... Boah, ja. Also ich glaube, man kann noch mehr in dem Spiel erreichen. Man kann ja eben alle diese Kerzen anzünden, habe ich gesehen gehabt, bei der Kapitelauswahl. Und alle diese Statuen noch kaputt machen. Das geht auch. Und man kann, glaube ich, noch ein paar Sachen freischalten, was ich vielleicht sogar noch machen werde. Aber das werde ich dann halt nicht let's playen. Meine Kopfhörer sind kaputt. So. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei den nächsten Projekten, die ich jetzt dann wieder in Zukunft starten werde, vorbei. Und wenn ja, lasst mir doch mal einen Daumen da oder ein nettes Kommentar. Oder abonniert mich. Ja, ihr wisst ja, es ist schwer als neuer YouTuber Abonnenten zu finden. Und sonst würde ich sagen, Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif.